Woche erstmal. Das heißt, ich kam vom Dachstein wieder. Zwei Tage leider unterwegs gewesen, weil ich nochmal einen Hochholdingen-Stopp gemacht habe. Und dann war ein bisschen Familienzeit, das heißt unterwegs in den erzgebirgischen Wäldern wandern. Heute ist Montag, heute früh, hier unten auf der Matte, ein bisschen Planche geübt. Ich bin Janis. Jetzt gab es zum Mittag Kuchen, aber nicht nur, sondern auch noch Nudeln mit Kürbissuppe. War ganz geil. Und jetzt gehe ich Kraft machen und danach laufen, ungefähr 2 Stunden. Wahrscheinlich mit Maxim und Max. Mal schauen. Das wäre das auf jeden Fall ziemlich geil. Ja, eigentlich perfekt. Ich habe schon ziemlich Bock. Und morgen gibt es dann eine etwas schnellere Einheit. Wird bestimmt geil. Let's go. Wird Rücken, Lat hauptsächlich trainiert. Ich trainiere immer nach Muskelgruppen und jetzt in der Phase gerade Hypertrophie, weil ich eben noch ein bisschen was aufzuholen habe, um erstmal eine Grundmuskulatur wieder aufzubauen. Jetzt in dem Fall Hypertrophie. Wenn es Richtung Saison geht, werde ich dann auch in Richtung IK-Training switchen. Das heißt, jetzt trainiere ich einfach 4 bis 5 Sätze mit ungefähr 12 Wiederholungen. Ja, Pause 1 bis 2 Minuten, länger nicht. Dazwischen eben zwischen der Hauptübung immer eine Stabi-Übung. Wenn ihr fragt, warum ich jetzt Lat- und Klimmzüge gemacht habe, einfach um den Muskel, den Lat in dem Fall, wirklich zur kompletten Ermüdung zu bringen. Ich mache vor allem auch viele negative Wiederholungen. Wenn ich zum Beispiel bei den Klimmzügen die Wiederholungszahl nicht mehr schaffe, also nicht mehr auf 10 Wiederholungen komme, dann mache ich nach 7, 8 Wiederholungen noch 4 nur negative Wiederholungen, weil man dort auch einen sehr guten Reiz zum Muskelwachstum kommt. Und genau,
heute früh war Maschinen, das heißt, der Muskel wird auch gut durchblutet und heute Nachmittag eben rein einen Reiz geben zum Muskelwachstum für die FT-Fasern in dem Fall. Als Krafttraining. Ansonsten habe ich noch ein paar Reels geshootet für die Weihnachtszeit, wobei ich davon noch nicht alles zeigen kann. Richtig geil. Beim Tschechen ist auf jeden Fall ein bisschen Nebel. Der zieht immer rüber aus dem Egertal. Aber ansonsten richtig gutes Wetter. Hier oben ist natürlich windig wie immer. Aber die Sicht ist richtig nice. Unten war alles mit Tau voll. Ende der Woche. War wieder eine gute Woche. Viel Kraft und Armkraft in die Arme bekommen. Ansonsten noch ein paar gute Einheiten auf dem Roller gemacht. Bisschen was gefilmt, war cool. Und ja, Ende nächster Woche geht's schon nach Livigno. Also nächste Woche nochmal eine intensive Belastung. Vielleicht kann ich euch da mitnehmen. Wird cool. Let's go!